Als Jochen Behrens ermordet aufgefunden wird, kommt nur seine Tochter Caroline als Täterin in Frage. Hat die 23-Jährige ihren Vater wirklich umgebracht, weil der sich weigerte, ihre Drogensucht weiter zu finanzieren? Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Frau Behrens, wir verhandeln heute vor dem Schwurgericht Ihre Strafsache wegen Mordes an Ihrem Vater. Und als Nebenklägerin nimmt Frau Behrens an der Verhandlung teil, die zweite Ehefrau Ihres Vaters, also Ihre Stiefmutter. Zunächst einmal zu Ihren Personalien. Frau Behrens, Caroline ist Ihr Vorname. Richtig. Sie sind am 23. März 1981 in Düsseldorf geboren, leben auch in Düsseldorf. Mhm. Und Sie sind seit dem 11. August 2003 in vorliegender Sache in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt in Düsseldorf. Ja. Ledig sind Sie, haben Sie Kinder? Nein, keine. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin zurzeit noch Auszubildende zur Bürokauffrau. Die Anklage bitte, Herr Staatsanwalt. Der Auszubildenden Caroline Behrens wird Folgendes zur Last gelegt. Die Angeklagte hat im Alter von 16 Jahren ihr Elternhaus verlassen und den Kontakt zu ihrem Vater Jochen Behrens seitdem vollständig abgebrochen. Sie wurde schwer drogenabhängig. Nachdem sie wegen ihrer Drogensucht in immer größere Geldschwierigkeiten geraten war, erschien sie am 11. August 2003 urplötzlich bei ihrem Vater im Amselweg 4 in Düsseldorf und bat um finanzielle Hilfe. Als Jochen Behrens sich weigerte, ihr Geld zu geben und sich umdrehte, nutzte die Angeklagte seine Unachtsamkeit aus und schlug ihren ahnungslosen Vater zunächst mit einem stumpfen Gegenstand von hinten nieder. Schwachsinn. Dann schleifte sie den Bewusstlosen in die Garage, setzte ihn bei laufendem Motor in sein Auto und leitete die Abgase in das Wageninnere in der Absicht, seinen Tod herbeizuführen und gleichzeitig eine Selbsttötung vorzutäuschen. Jochen Behrens verstarb an den Folgen einer Kohlenmonoxidvergiftung. Caroline Behrens wird daher wegen heimtückisch begangenen Mordes angeklagt, Verbrechen strafbar gemäß § 211 Strafgesetzbuch. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Tasic, ich nehme an, Ihre Mandantin wird Angaben machen zur Sache. Nee, im Moment möchte sie eigentlich keine Angaben machen. Allerdings nicht. Ich bin sowieso verarscht. Das ist das Allerletzte, was hier passiert. Ich weiß nicht, woher soll ich bitte wissen, was passiert ist? Es ist der Hammer, echt. Die Marionetten der Justiz hier werde ich hier ausgespielt. Das ist unglaublich. Ja, gucken Sie. Also wenn Sie sich so unschuldig fühlen, Frau Behrens, dann verstehe ich nicht ganz Ihr Verhalten am Tatort, wo wir ja zusammen gewesen sind. Ja. Das ist mir dann unklar. Ja. Damit wir wissen, was der Staatsanwalt meint, sehen wir uns mal diesen Einspieler an. Ist ja aufgezeichnet worden. Frau Behrens, wenn Ihre Anwältin jetzt langsam käme, dann könnten wir anfangen. Ne? Aber noch ist sie nicht da. Gut, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Bannprotokoll. Anwesend sind Hauptkommissar Schulze, die Beschuldigte Caroline Behrens, Staatsanwalt Römer für die Staatsanwaltschaft. Wir befinden uns hier am Tatort. Guten Tag, Herr Römer. Ich grüße. Nein, Verspätung. Schau Sie mal. Das macht. Ja. Gut. Können wir anfangen? Ja, bitte. Läuft. Ja, alles geht ohne die Handschellen, ja? Das sehen Sie. Okay. Auf Ihre Verantwortung, Frau Tasic. Was ist passiert oder was soll passiert sein? Anwesend jetzt auch die Anwältin, Frau Tasic. Hier ist der Raum gewesen. Die Spurensicherung hat das ja geklärt. Hier ist der Tote auf jeden Fall niedergeschlagen worden. Er hat sich auch gelegen, hier waren Faserspuren von seiner Kleidung. Wir haben Schleifspuren. Dann, er ist niedergeschlagen worden mit einem stumpfen Gegenstand. Das wissen Sie aus dem Obduktionsbericht. Ist dann hier raus verbracht worden, hier rüber geschleift. Passen wir auf. Danke. So, hier ist die Garage. Hier befand sich das Auto des Verstorbenen. Ja. Und er ist hier reingeschleift worden, zur Fahrerseite reingesetzt worden. Und dann wurde versucht, einen Selbstmord. Einen 1,80 Meter großen Mann, 80 Kilo schwer, hier reingeschleift. Diese ganzen, wie sollen diese? Das kann doch Frauen können sehr stark sein. Frauen können Kräfte entwickeln, besonders in so einem Fall. Absolut ausgeschlossen. Habe ich irgendwas vergessen, Schulze? Schulze, pass auf! Sein. Mann! Lass mich los! Lass mich los, lass mich Schwein! Herr Potwitz, was hat man jetzt davon? Bitte sofort wieder Handschellen anlegen. Frau Tasic, was das für ein Mandantin heißt. In der Hauptverhandlung werden wir das klären. Bleiben Sie ganz ruhig. Klären. Gut, ich glaube, Sie sind hier fertig abgeschlossen. Band kann abgeschaltet werden. Danke. Frau Behrens, haben Sie ja nicht wirklich gedacht, Sie könnten in so einer Situation flüchten? Ja, nicht wirklich, aber ich meine, was hätte ich denn machen sollen? Ich habe keinen Ausweg gefunden und Sie müssen sich mal überlegen, das ist das Haus meiner Kindheit. Ich habe da die Hölle durchgelebt und es wurde mir zu viel. Ich dachte, das wäre meine einzige Chance, wissen Sie. Ich war bestimmt nie ein Engel, aber ich habe meinen Vater nicht umgebracht, garantiert nicht. Das habe ich nicht fertiggebracht, auch wenn er es verdient hat. Weiß Gott, der hat es verdient. Du, mein Mann ist noch nicht mal kalt. Ach, komm, und halt. Du bringst es fertig, ihn so schmutzig zu machen, mit Dreck zu bewerfen. Ja. Schäm dich, weißt du, was du mir damit angetan hast? Hältst du vielleicht mal deinen Mund? Vielleicht darf ich das etwas sachlicher fragen. Also so wie Sie über Ihre Kindheit und über Ihren Vater reden, das spricht doch auch schon Bände. Über Sie auch. Und über Ihre Motivation.
Moment, mein Vater, dieser Mann, der war vielleicht mein Erzeuger. Aber ich weigere mich dazu, Vater zu sagen. Das ist kein Vater für mich gewesen, nie und nimmer. Der, was gibt's? Haben Sie eine Ahnung? Haben Sie eine Ahnung, was ich mitgemacht habe? Nein, das kann ich nicht wissen. Aber Sie sind am 11. August 2003 dann doch im Haus Ihres Vaters gewesen. Das haben Sie bei der polizeilichen Vernehmung ja zugegeben. Weshalb? Ja, war ich auch. Und zwar war das halt so, dass er mich angerufen hatte. Ich war das Wochenende davor war ich in Amsterdam und bin nach Hause gekommen. Das war halt montags morgens irgendwann. Dann hatte ich eine Nachricht von ihm auf einen Anrufbeantworter. Und da hat er schon wieder gleich so einen miesen Ton drauf gehabt und meinte halt, ich sollte ihn sofort zurückrufen. Das wollte ich eigentlich erst nicht, weil ich halt froh war, schon so lange nichts mehr von ihm gehört zu haben. Aber ich habe dann zurückgerufen. Wann haben Sie zurückgerufen? An dem Sonntag, als Sie zurückgekommen sind, oder am Montag? An dem Tag selber? Montagmorgen sowas, da bin ich ja zurückgekommen. Es war so 10, halb 11 vielleicht. Ich weiß nicht genau, ich war hinterher so durch. Um was ist bei diesem Anruf gegangen? Sie haben also Ihren Vater angerufen. Ja, er maulte mich halt an und wollte wissen, wann meine Mutter wieder aus dem Knast käme. Und da habe ich ihn gefragt, was ihn das denn überhaupt interessieren würde. Und dann hat er halt gemeint, ja, er wollte ihr die Zeit dort halt noch ein bisschen verlängern und würde ihr eh das Leben zur Hölle machen. Also Ihre Mutter ist seit März 2000 in der Justizvollzugsanstalt Düsseldorf und verbüßt dort, das habe ich mir notiert, eine Freiheitsstrafe von 5 Jahren und 4 Monaten wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Mhm. Sie ist mit 5 Kilogramm Heroin, wenn auch von sehr schlechter Qualität, in Frankfurt verhaftet worden. Ja, das ist... Die Fakten stimmen wohl, aber das ist alles so nicht richtig. Meine Mutter ist unschuldig gewesen. Die hat von meinem Vater, deinem tollen Ehemann... Ihr seid alle unschuldig, deswegen ist er jetzt begraben. Weil von dem ihr alle unschuldig seid. Darf ich jetzt bitte ausreden? Von ihm hat sie halt diese Drogen untergeschoben gekriegt, damit er sie halt los wurde. Also ihre Mutter ist mit dieser Menge Heroin wirklich in Frankfurt verhaftet worden. Und sie ist auch deswegen rechtskräftig verurteilt worden. Eben, da war nichts untergeschoben, Frau Behrens. Ja, aber wie wär's das saugen denn? Sie sich aus den Fingern. Nee, ich sag mir, wie wär's denn spätestens jetzt mal mit ein bisschen logischem Menschenverstand? Hm? So, ja, da ist mein Vater auf der einen Seite, der hat wirklich einen Arsch voll Kohle gehabt. Das können Sie sich nicht vorstellen. Der wusste nicht, wohin damit. Und war aber doch so gnädig, meiner Mutter ganze 400 Mark im Monat davon abzugeben. Das sind 200 Euro. Jetzt überlegen Sie mal, jetzt tingelt meine Mutter los mit 200 Euro in der Tasche und kauft sich erstmal locker 5 Kilo Heroin. Logisch. Alles prima. Das ist so, und dem noch genug, dem noch nicht genug, kommt dieses billige Flittchen hier noch an. Du. 2 Wochen, nachdem meine Mutter gerade in meinem Knast gesessen hat, steht mit gepackten Koffern vor der Tür meines Vaters. Du hast kein Recht, hallo, mich sind so das nicht zu nennen. Ja? Du hast kein Recht, lernen erstmal ordentlich zu sprechen. Ja, bevor du so... solche Dinge hier anbringen. Bitte, ich denke, das, wir sollten so darüber nicht weiter streichen. Und das, um das Thema abzuschließen, Frau Behrens, Ihre Mutter hat damals sogar gestanden, dass sie das Heroin hat verkaufen wollen. Und jetzt kommen wir zurück zum Telefongespräch mit Ihrem Vater an diesem Montagmorgen. Wie ist es danach weitergegangen? Gleich geht's weiter. Und danach? Er war mein Mann, er war mein Leben. Ich habe den Mann gehasst, wie man überhaupt jemanden nur hassen kann. Und deswegen hast du ihn eiskalt umgebracht. So war's und nicht anders. Und jetzt kommen wir zurück zum Telefongespräch mit Ihrem Vater an diesem Montagmorgen. Wie ist es danach weitergegangen? Ja, ich habe danach dann halt sofort meine Mutter angerufen, um sie halt zu warnen, weil ich kenne ihn, er hätte wirklich ernst gemacht. Und dann habe ich sie halt angerufen und dann nach dem Telefonat, da ist mir das alles nochmal so durch den Kopf gegangen und ich habe völlig Panik gekriegt und bin dann auf die völlig bescheuerte Idee gekommen, dass ich tatsächlich zu ihm fahren könnte, um vernünftig mit ihm zu reden. Und das habe ich dann halt auch gemacht. Ich bin hingefahren und dann hat er mich auch reingelassen. Und naja, es war halt auch nicht alles so eine gute Idee. Ich könnte mich jetzt nur nachspeisen, das gemacht zu haben. Sie haben sich gestritten mit Ihrem Vater. Warum ist es dabei gegangen? Die Staatsanwaltschaft sagt in ihrer Anklage um Geld. Nein, worum es gegangen ist, habe ich doch schon gesagt. Es ging darum, dass meine Mutter im Knast sitzt und dass er dafür sorgen wollte, dass sie da so schnell auch nicht wieder rauskommt. Er hat immer wieder betont, wie doll es ihm doch Spaß machen würde, sie zu quälen. Und ich hab da vor ihm gestanden. Ich habe ihn angebettelt und ich habe ihn angefleht und habe immer wieder versucht, wirklich auf ihn einzureden. Ich bin wirklich erst ruhig geblieben. Aber der hat mich immer nur ausgelacht und hat mir Bemerkungen am Kopf geschmissen, dieses alte Dreckschwein. Echt, ich habe den so gehasst und ich habe immer wieder ihn angefleht, das doch zu lassen. Und dann bin ich irgendwann abgetickt und dann habe ich ihm eine geballert. Und naja, mit der Hand? Der ist, ja, sicher mit der Hand. Womit sonst? Er ist ja niedergeschlagen worden, also mit der Hand. Nein, ich habe ihn geschlagen und danach, das war nicht eine gute Idee von mir. Ich meine, der Mann war 1,80 Meter groß, da hatte ich keine Chance. Ja, aber sie hat eine Chance, ihn zu schlagen. Was hat er dann gemacht? Ich bin ihn angesprungen.
Ja, er hat mir eine geballert. Aber fragen Sie nicht, wie. Vom Feinsten habe ich da gelegen. Und dann hat er mich genommen. Sie haben da gelegen? Moment, bitte. Und dann hat er was? Da hat er mich genommen und hat mich rausgeschmissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aus dem Haus? Gepackt und hat mich vor die Tür geschmissen. Dann bin ich irgendwann weggerannt. Also Frau Behrens, wenn Sie sagen, Sie hätten da gelegen, dann verdrehen Sie die Tatsachen. Es steht erstens im Obduktionsbericht drin, dass Ihr Vater mit einem stumpfen Gegenstand niedergeschlagen worden ist. Ich gehe davon aus, von Ihnen, Sie haben den Gegenstand verschwinden lassen, Sie haben ihn vielleicht gut abgewischt. Was weiß ich, er war bewusstlos, auch das geht aus dem Bericht hervor. Und Sie haben ihn dann in die Garage geschleift und Sie haben dann den Selbstmord inszeniert. Und Sie haben ihn getötet, das haben Sie in voller Absicht gemacht. Denn wenn er gestorben wäre oder wenn er gestorben ist, dann erben Sie ja, enterbt sind Sie ja nicht. Und so kamen Sie dann an Ihr Geld, was Sie wollten. Nein, ich will dieses Geld von diesem dreckigen Menschen will ich nicht haben. Es ist ein Ekel. Ich habe diesen Kerl gehasst, mein Gott. Und ich habe in dieser Wohnung, ich habe nichts mitgenommen. Ich habe nichts abgewischt. Ich bin in dieser verfluchten Garage nie gewesen. Mein Gott, dieser Mann hat wirklich den Tod verdient, wirklich. Aber ich war es nicht. Es mag sein, dass Sie ihn gehasst haben, aber das Geld brauchten Sie trotzdem. Zeigen Sie doch bitte mal Ihre Arme. Zeigen Sie dem Gericht doch bitte mal Ihre Unterarme. Ja, komm bitte, hier. Sie sind drogenabhängig, oder nicht? Alles alte Einstiche, das ist alt. Ich bin seit 2 Jahren clean, verdammt nochmal. Muss ich mich heute noch für meine Vergangenheit so rechtfertigen? Nein, aber wenn Sie einen Rückfall hätten... Aus dem Mist. Frau Behrens, haben Sie die Frau Ihres Vaters, Stiefmutter will ich dazu bei den Verhältnissen nicht sagen, an dem Tag gesehen oder gehört? Nein, habe ich nicht. Ich habe nichts von ihr gesehen und nichts gehört. Und ich hab auch echt keine Lust mehr. Ich habe hier 1000 Mal schon dasselbe gesagt. Ich habe echt keinen Bock mehr, mich hier noch länger zum Affen zu machen. Ehrlich Frau Behrens, nicht. Lust habe ich denke, auch nicht. Ich habe alles gesagt, ja, aber Sie... Frau Behrens, ich möchte Sie dafür trotzdem noch mal... einmal zumindest, aha, mit dem Tatort konfrontieren. Vielleicht sind Sie so nett und schauen sich das noch mal an, weil Sie sagten, Sie seien niedergeschlagen worden von Ihrem Vater. Das kann nicht sein. Wir haben die Spuren hier komplett untersucht. Hier hat der Streit ja stattgefunden. Den haben Sie ja eingeräumt. Hier waren keine Spuren, dass Sie da gelegen hätten. Faserspuren von Ihnen, irgendetwas. Der Weg von hier bis zur Garage ist so minimal. Den kann Sie auch mit Ihrer Kraft schaffen, Ihren Vater da entlang zu schleifen. Und dass hier jemand entlang geschleift worden ist, bis ins Auto, das versteht sich auch von selbst. Da glaube ich, gibt es überhaupt keinen Zweifel dran, Frau Behrens oder Frau Tasic. Oder wie sonst irgendwas passiert ist. Was soll das denn bitte schön beweisen? Das beweist nichts anderes, dass das Opfer zu diesem Zeitpunkt, als es in den Wagen geschafft worden ist, noch lebte. Wer ist da reingeschafft? Sie war bewusstlos, dann konnte sie es doch. Vielleicht hat er Selbstmord begangen, vielleicht war es jemand drittes, das beweist doch gar nichts. Also Selbstmord scheidet hier, denke ich, aus, denn also die Schleifspuren auch noch zu inszenieren. Man muss daran denken, an Selbstmord, aber ich glaube, wir unterbrechen mal hier, brechen ab die Vernehmung der Angeklagten und hören uns mal die Zeugen dazu an. Bitte nehmen Sie neben Ihrer Verteidigerin Platz. Und ich würde jetzt gerne zunerst mal Sie hören, Frau Behrens, dazu. Und wenn ich Sie jetzt vernehme, Frau Behrens, dann vernehme ich Sie als Zeugin. Und als Zeugin muss man die Wahrheit sagen. Das bedeutet Vollständigkeit, nichts hinzufügen, also übertreiben, nichts verschweigen. Beides wäre nämlich auch eine Falschaussage und kann schwer bestraft werden. Sie können schweigen, wenn Sie sich selbst oder einen nahen Angehörigen einer Straftat bezichtigen müssten, bei wahrheitsgemäßer Aussage. Nur lügen dürfen Sie zu keiner Zeit. Mhm. Frau Behrens, Ihr Vorname ist Sandra. Das ist richtig. Sie sind 28 Jahre alt, wohnen in Düsseldorf und von Beruf? Hausfrau. Die Angeklagte ist Ihre Stieftochter und Sie haben deshalb ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können schweigen, Sie können aussagen. Ich möchte aussagen. Das merke ich auch schon, aber ich erinnere noch mal, gerade wenn diese Emotionen immer bestehen, an die Wahrheitspflicht. So, und bevor ich Sie zum Tag selber frage, kurz vorab, wie ist überhaupt das Verhältnis gewesen, soweit Sie es wissen, zwischen Ihrem Mann zu seiner früheren Ehefrau und zu seinen Kindern? Jochen hat mir einmal gesagt, dass der größte Fehler seines Lebens war, diese Frau zu heiraten und dann auch noch so blöd zu sein, ihr 2 Kinder zu machen. Es ist einfach, er hat sich ganz bewusst von dieser Bande ferngehalten und er war froh, dass er mit denen nichts mehr zu tun haben musste. Denn eins ist klar, das, was die von ihm wollten, war sein Geld. Ich habe dann... Du, jetzt rede ich. Ja, ja. Es gibt da ein gutes Beispiel, was ich mal hier nennen möchte. Und zwar hat man vor 3 Jahren bei uns eingebrochen und... der Jochen hat dann einen Spezialisten kommen lassen, um Fingerabdrücke zu untersuchen. Und jetzt raten Sie mal, welche feine Person... Ich rate Person, nicht, sondern Sie erzählen mir das. Okay. Welche feine Person bei uns eingebrochen ist. Und ich zwar weiß. Die Tochter. Ganz und warum? Genau, die eigene Tochter. Von diesem Drecksack, von diesem Kerl da,
zu überführen. Weil er hat meiner Mutter damals die Drogen untergeschoben und ich habe Beweise gesucht dafür, du, ganz so einfach. Ein Schwachsinn. Du hast an der Nadel gehangen und wolltest dir deinen Stoff finanzieren. Oder wie erklärst du, dass die 500 Mark, die du aus dem Schreibtisch geklaut hast, sind das Beweis, ist das Beweismaterial? Jetzt greifen wir aber ganz tief in eine Trickkiste, ne? 11. August waren Sie auch im Haus am Ja, Tag. Das ist richtig. Was haben Sie da gesehen und gehört? Naja, gesehen und gehört habe ich, dass sie wie eine Irre ans Haus gekommen ist, gerannt ist und Sturm geklingelt hat. Und naja, ich habe mich dann in den Garten verzogen, weil ich einfach die Nase voll habe. Also genau, was Sie gesehen haben. Haben Sie Frau Behrens mit dem Auto ankommen sehen? Naja, nicht direkt. Ich habe sie nicht direkt mit dem Auto ankommen sehen, aber ich habe ihre Stimme gehört und sie hat ja auch Jochen, sie hat meinen Jochen beschimpft. Ich weiß nicht, was du da gehört hast, aber Jochen ist als erstes wieder beschimpft und hat ihn bedroht und es war mir auch irgendwann einfach zu viel. Ich bin hinterher, habe mir den Hund geschnappt und bin dann einfach aus der Küchentür raus und habe ein paar Runden um den Block gemacht und mir noch ein paar Zigaretten. Um was ist es bei dieser Auseinandersetzung gegangen zwischen den beiden, Vater und Tochter? Haben Sie da konkret was gehört? Ja, so richtig nicht, aber ich denke mal, es ging um Geld, weil darum ging es immer. Dieses Pack interessierte wirklich nur das Geld meines Mannes. Aber gehört haben Sie es nicht. Wir können das sehr gut unterscheiden, wir beide, zwischen Denken und Hören. Ich glaube es. Sie glauben es. Ich nehme es an. Also Vermutung. So. Wie lange waren Sie weg? Naja, schon ein bisschen, vielleicht eine Viertelstunde oder so. Wie gesagt, ich habe ein paar Runden mit dem Hund um den Block gedreht und habe dann noch an der Tankstelle Zigaretten geholt. Und als ich wiederkam, habe ich gesehen, wie diese Person aus dem Haus rausrannte, die Tür hinter sich zuzog und rannte zum Auto. Und wer so rennt, der muss was Schreckliches getan haben. Ich hatte Angst vor deinem ach so tollen Ehemann. Hatten Sie denn da konkret schon Verdacht, in dem Moment schon? Hatten Sie Angst um Ihren Mann? Nee, eigentlich da noch nicht. Ich bin ins Haus gegangen und Jochen war nicht da. Ich habe mir auch eigentlich da noch nicht so viele Gedanken gemacht und war auch froh, dass ich dass da keine großen Auseinandersetzungen waren und habe mir einfach eine Zigarette geraucht und einen Kaffee gemacht. Da habe ich mir noch nicht so viele Gedanken beigemacht. Wie haben Sie dann Ihren Mann gefunden? Irgendwann habe ich dann ein Motorgeräusch aus der Garage gehört und Sie müssen sich vorstellen, die Garage ist am anderen Ende des Hauses, zuerst habe ich meinen Kaffee weitergetrunken, habe einfach gedacht, er macht vielleicht irgendwas da in der Garage am Auto, aber irgendwann bin ich dann doch hingegangen, um zu gucken, was mein Jochen macht. Naja, und als ich zur Garage kam, war alles voller Qualm. Das war so schrecklich. Du weißt nicht, was du mir angetan hast. Das war so schrecklich. Ich bin rein und habe erstmal das Garagentor auf und dann lag er da, so halb über dem Beifahrersitz gekippt. Und dann bin ich natürlich sofort ins Haus und habe den Notarzt gerufen. Sie können sich nicht vorstellen, was für Vorwürfe ich mir mache. Dann wäre ich vielleicht doch ein bisschen eher gekommen, dann hätte ich meinen Jochen noch retten können. Oh, komm. Noch, druck mir noch ein bisschen mehr auf die Tränendüse. Da glaubt dir hier eh kein Mensch. Frau Behrens, Sie beschreiben Ihren Mann hier als ein Ausbund an Lauterkeit, ein Vorbild an Tugend und Güte. Wie war Ihr Verhältnis zu Ihrem Mann? Zu Jochen? Natürlich, er war mein Mann, er war mein Leben. Sie müssen sich vorstellen, das war so ein bisschen wie im Märchen. Wir haben uns kennengelernt, da war ich noch einfache Sekretärin. Und naja, er war immer so gut zu mir und hat mir Blumen geschenkt, viele Komplimente gemacht. Sie stehen unter Wahrheitspflicht. Daran darf ich mal eben erinnern. Ihre Nachbarn berichten von nicht nur gelegentlichen, lautstarken Auseinandersetzungen zwischen Ihnen beiden. In einer Ehe ist es ganz normal, dass man auch Auseinandersetzungen hat. Ja, auch wenn er dir einfach vor der Mappe haut, ist das auch normal. Frau Behrens, Sie habe ich jetzt nicht gefragt. Es ist einfach ganz normal. Natürlich hatten wir Auseinandersetzungen. Er ist auch ein sehr temperamentvoller Mann, ich eine temperamentvolle Frau und das ist doch ganz klar. Aber das bringt der Ehe eigentlich erst den besonderen Kick. Ich meine, ich könnte mir nicht vorstellen, mit einem Mann zusammen zu sein, mit dem ich mich niemals streiten würde. Das wäre doch langweilig. Was Ihr Mann beruflich gemacht hat? Ja, natürlich wusste ich das, was er beruflich gemacht hat. Ich meine, wir haben uns zwar nicht so viel darüber unterhalten, denn Jochen hat Geschäftliches und Privates strikt auseinandergehalten. Also, und das habe ich auch Ihr so. Ihr Mann war gerichtsbekannt, der hat Anklagen gesammelt, an Erpressungen wie andere Briefmarken. Zwei Körperverletzungen konnte man ihn letztendlich dann nur nachweisen. Und Sie wollen mir erzählen, dass er lammfromm gewesen ist? Das ist Blödsinn. In unserer
Ehe und in unsere Zeit, seitdem wir zusammen sind, hat er überhaupt nichts gemacht. Es mag sein, dass es einige Leute gibt, die ihm vielleicht was Böses wollen, irgendwas anhängen wollen. Aber so war er einfach nicht. Aber den Spitznamen Ihres Mannes, den kennen Sie doch. Disco-König von Düsseldorf? Altstadtpate? Ich wusste, dass Jochen ein paar Läden besitzt, aber ach, das ist Blödsinn, das ist totaler Blödsinn. Frau Tasek, wären Sie so nett, uns mitzuteilen, worauf Sie hinaus möchten? Ja, natürlich, da können wir das nachvollziehen. Sie erklärt hier, er wäre der Mustergatte gewesen. Und ich sag Ihnen, es hatten viele Leute ein Motiv, ihn um die Ecke zu bringen. Und Sie im Übrigen ist doch niemals auch eine Milieutat, Frau Tasek, so wie was das hier passiert das denn ist. Jetzt? Vielleicht war sie gar nicht mit dem Hund unterwegs. Vielleicht hat sie einfach nur abgewartet, wie sich der Streit entwickelt und hat dann zugeschlagen, hat ihn umgebracht. Ja, allerdings so auf die Blödsinn. Kohle warst du ja von Anfangs an schon immer scharf. Ne? Hallo, was soll ich damit zu tun haben? Sie müssen sich vorstellen, ich bin 28 und schon Witwe. Ich habe auch meine Lebensplanung mit ihm gehabt. Ich war. Du, sei du jetzt mal ganz ruhig, weißt du? Du hast Dreck am Stecken und nicht ich. Ich war mit ihm zusammen und du bist einfach nicht damit klargekommen, dass dein Vater glücklich war mit mir. Und deswegen hast du ihn eiskalt umgebracht. So war's und nicht anders. Ich bin es nicht gewesen. Ich denke, wir haben nun beide Seiten gehört. Innerhalb der Familie spielen diese Taten. Deshalb habe ich natürlich auch die anderen Familienmitglieder geladen. Zunächst einmal möchte ich gerne den Bruder der Angeklagten hören. Wenn keine weiteren Fragen an die Nebenklägerin sind. 61 Ziffer 2. Und ich bitte, nehmen Sie an der Seite Platz. Und dann Christian Behrens, bitte.